Janne Harponen, Riesentalent, oder kommt er nicht? Schauen wir mal nach oben. Springt Harponen oder springt er nicht? Nein, er springt nicht. Also Janne Harponen, auf den wir uns sehr gefreut hatten. Vielleicht kommt er mit Willi Matti Lindström noch nach. Aber erstmal Ili Järvi. Schöner Sprung von Ili Järvi. Weiter Satz, der weiteste Sprung bisher. Richtiger Klasseflug von Ili Järvi. Jani Ilvi Järvi, den können wir ja mit Neumeier gut vergleichen, denn der ist Zweiter geworden im Gesamt-Continental Cup und das war ein Flug bis an die 200 Meter. Schauen wir mal auf die genaue Weitenanzeige. 198,5 Meter für Jani Ilvi Järvi. Die Landung ist völlig egal heute. Das war doch schon mal was. Beim nach oben schweben. Simon Ammann. Der gestern auch schon dabei war im Training. Und Mika Kojonkoski, noch der Chef der Finnen. Sie hoffen in Finnland, dass er bleibt. Das Angebot der Norweger wird er wohl nicht annehmen. Aber die Verhandlungen mit den Österreichern, die werden hier intensiviert. Er war ja schon mal dort. Und auch mit seinem nächsten Mann kann er hochzufrieden sein. Nach Ili Järvi kommt Ili Riesto. Kimmo Ili Riesto, der springt ja sogar noch einmal weiter. Kimmo Ili Riesto, Finska. 209 Meter, Kimmo Ili Riesto schon in Trondheim. Angenehm überrascht. Und das ist der fünfte im Gesamt-Continental Cup. Ili Riesto. Also Rovaniemi, kein typischer Finne, sondern ein richtiger, spaßiger Kerl. Und es ist ja eine nette Geschichte. Ili Riesto, der wollte ja unbedingt hier fliegen. Sagte Planica, da möchte ich jetzt mal hin. Anders war das bei Ili Järvi, den wir vorher gesehen haben. Da sagten die Trainer zunächst einmal, er sei ja eigentlich kein Flieger.